In diesem Video zeigen wir euch einen unserer coolsten Campspots, die wir in Marokko gefunden haben. Und außerdem seht ihr, wie wir das erste Mal über den Atlas gefahren sind. So, wir sind jetzt nach 5 Tagen aus Marrakesch raus, haben da die Stadt erkundet 5 Tage lang. Ja, und jetzt sind wir wieder weiter unterwegs und suchen einen geeigneten Campspot für heute Abend. Jetzt kriegt ihr die Kamera voll was. Das Ding ist halt, der Weg, der jetzt hier hoch geht, der hört 500 Meter weiter oben auf. Und da ist ein Dorf. Also da kommen wir nicht weiter. In die Richtung fahren wir jetzt noch ins Flussbett. Da fahren wir immer weiter vom Seeweg. Ich glaube, Janik wird es ganz schnell zurücknehmen, dass man eigentlich gar keine Zyklonfelder braucht. Und was man auf jeden Fall nicht tun darf, glaube ich, ist in der Staubwolke anhalten. Ja, die Frage ist, wo wir hier dann weiterkommen, ne? Die haben hier irgendwas gebuddelt, ob das ein Grab ist? Eine coole Straße. Also Straße nicht, aber kurz warten. Ihr solltet mal lieber warten, falls wir drehen müssen oder rückwärts zurück. Also der Weg hier führt ins Wasser und wir können hier kein Stück drehen. Wir dürfen jetzt erstmal eine ganze Strecke rückwärts fahren, sind aber gleich wieder da. Ich kann ihn nicht sehen, wenn du runterfällst, hast du ein Problem. Oh. Boah. Alter, das ist rutschig, aber da drunter sind Steine. Alter, ich glaube, ich maul mich gleich voll ab, ne? Also hier ist jetzt richtig fest dann da drunter. Es ist halt eine dicke, relativ feste, aber auch noch Schlammschicht. Also es ist auf jeden Fall schon so hoch, dass es jetzt schon ins Auto laufen würde. Also, dann lass uns einfach die also, wenn wir genug Schwung haben. Das ist der größte Fehler, weil dann hast du so eine richtige Bugwelle vor dir und das läuft überall rein. Das ist nicht so schön, beziehungsweise ein bisschen klein auch für 3 Autos. Wir sind jetzt nochmal links gefahren und fahren jetzt, glaube ich, auf diese Halbinsel rauf. Also wir fahren jetzt nochmal so einen Weg ans Wasser ran und wenn das auch kacke ist, dann kommen wir zurück. Wir haben jetzt einen schönen See in den Berg gefunden. Drumherum gab es schöne Pisten und Herausforderungen sowohl für uns als auch für die Autos, die wir alle eigentlich ziemlich gut meisterten, bis auf bei der Rückfahrt. Ja, wie sieht's aus? Komm mal einfach her. Bergab ging es dann auf eine kleine Landzunge, die etwas in den See reinragte, mit einer vorgelagerten Insel. Ja, will der Bahn. Hier ist zu viel Müll, wir kommen wieder zurück. Wenn ich eine Vollbremsung mache, liegst du? Hier am See gegenüber von der Insel haben wir dann unseren Campspot für die Nacht gefunden. Er war nicht unbedingt der schönste Campspot von allen, die wir hatten. Allerdings lag er am Wasser. Das war ein großer Pluspunkt für ihn. Und wir konnten am nächsten Morgen alle baden. Am nächsten Morgen sind wir dann nur wenige Kilometer gefahren. Wir sind am gleichen See geblieben, weil er uns so gut gefallen hat. Und haben noch ein anderes schönes Camp gefunden, wo wir dann insgesamt für 3 Nächte geblieben sind. Dort haben wir dann unsere Hängematten das erste Mal ausgepackt, haben eine Feuerstelle gebaut, Feuerholz gesammelt und wir haben sogar ein Floß gebaut aus Bambus und leeren Wasserkanistern. Das hat allerdings nicht ganz so gut funktioniert. Wir sind nämlich relativ schnell abgesoffen damit.
Danach sind wir ein Stückchen durch die Bucht geschwommen, auf die andere Seite, und haben dort Klippen gefunden, von denen wir runterspringen konnten. Die waren ungefähr, ja, um und bei 10 Meter, würde ich mal schätzen, hoch. Und da sind wir dann runtergesprungen. Zweiter Tag, Cliff Jumping, Merlin dabei, Jedrik und Milena dabei, im Sonnenuntergang und ein Schirm. Nach diesem Vergnügen sind wir wieder über die Bucht zurückgeschwommen im Sonnenuntergang und saßen dann alle erschöpft am Lagerfeuer. In den Abend- und Nachtstunden habe ich mich dann etwas an der Nachtfotografie versucht. Sind jetzt nicht die besten Aufnahmen geworden, aber ich lerne. Nach der zweiten Nacht konnten Simon und ich es nicht mehr aushalten, nicht mit dem Auto zu fahren. Deswegen haben wir unser Camp zusammengeräumt, uns unser Auto geschnappt und sind etwas um den See drumherum gefahren und haben noch nach anderen guten Plätzen gesucht. Gute Plätze zum Campen haben wir nicht unbedingt gefunden, dafür einen großen Spielplatz, wo wir mächtig Spaß haben konnten. Nach drei entspannten Tagen am See, wo wir für drei Tage unser Camp aufgeschlagen haben, fahren wir heute weiter Richtung Osten. Unser Ziel ist ein Gebirgspass, der uns über das Atlasgebirge führen soll. Und ja, da haben wir jetzt noch 200 Kilometer vor uns. Mal sehen, ob wir das in einem Tag fahren oder an mehreren Tagen. Überhaupt nicht. Seit gestern sind wir dabei, den Atlas zu überqueren. Gestern sind wir den ganzen Tag recht gut ausgebaute, aber doch von Erdrutschen geprägte Straße bergauf gefahren und haben dann heute Nacht auf 2200 oder 2100 Metern übernachtet. War deutlich kälter als gedacht. Also als wir losgefahren sind, hatten wir Temperaturen von 30, 35 Grad. Heute Nacht in unserem Camp hatten wir Temperaturen um die 10, 11, 12, 13 Grad. Heute haben wir uns dann wieder weiter auf den Weg gemacht. Uns führt eine kleine Straße über das Atlasgebirge bzw. durch das Atlasgebirge. Ja, mittlerweile wird es auch ein Ticken wärmer wieder. Wir haben 15, 20 Grad draußen. Die Straßenverhältnisse sind hier nicht ganz so gut, aber doch recht entspannt, weil eine harte Schotterpiste ist doch besser als eine mit Schlaglöchern übersäte, geteerte Straße. Und ja, mal gucken, wie weit wir heute noch so kommen. Dieses Schadensbild findet man sehr oft bei mit Turboladen ausgerüsteten Dieselmotoren. Der Turbolader drückt das Motorenöl in den Auspuff, wo es dann durch sehr hohe Temperaturen verbrennt. Das Gemisch ist aber nicht komplett verbrannt. Mein Tipp schafft Richtung toll. Lieber Turbolader. Ja, klar. Turbo brauchen wir sowieso nicht. Das Gefühl ist ja sowieso nicht da. So breit ist auf dem Deutsch hat er steigt, ja. Aber wenn wir hier jetzt irgendwie einen Abstecher finden, dann kann man sich da gut hinhauen. Das ist nur eine scharfe Kurve. Ja. Hauptmaul von Rot. Hier kann man jetzt ja alle hintereinander einschlagen. Links ab. Ne, fang gerade aus.
Bei aufziehendem Gewitter haben wir uns dann möglichst flott einen Schlafplatz gesucht und auch gefunden. Und in der Nacht konnten wir ein schönes Gewitter beobachten. Wenn euch das Video jetzt gefallen hat, dann würden wir uns super freuen, wenn ihr uns einen Daumen nach oben da lasst.